Wir erklären Blended Learning. Unsere Trainerausbildung mit EduBreak. Das sind Jenny und Carsten. Beide sind begeisterte Tischtennisspieler. Sie würden gern mehr lernen und ihre Begeisterung und Erfahrungen im Verein weitergeben. Das geht am besten mit einer Trainerausbildung. Aber Jenny glaubt nicht, dass sie neben der Schule genug Zeit für tagelange Lehrgänge hat. Carsten wiederum hatte im Beruf schon mit E-Learning zu tun und keine Lust, zu Hause seitenlange PDFs zu lesen. Das ist Karin. Sie ist Dozentin und weiß, dass es ganz anders abläuft. Mit Blended Learning. Bei dieser Form der Ausbildung wird erst online eng mit einem Ausbilder an Aufgabenstellungen gearbeitet. Danach trifft sich die ganze Lerngruppe bei kurzen Lehrgängen, um sich auszutauschen. Der Ablauf ist einfach und macht Spaß. Zuerst bekommen Jenny und Carsten Online-Aufgaben von Karin. Die löst zunächst jeder für sich, wann und wo es passt, aber niemals allein. Zum Beispiel beim Kommentieren von Videos. Was macht der Spieler richtig oder falsch? Jenny fügt Kommentare und Symbole punktgenau im Video ein. Karin schaut sich alles an und gibt eine persönliche Rückmeldung. Dann werden die Kommentare freigeschaltet. Nun sehen sie alle und tauschen sich mit Jenny aus. Ähnlich läuft es ab beim Schreiben von kurzen Weblogs, beim Erstellen von Concept Maps und anderen Aufgaben. Nach einer Überprüfung durch Karin können Carsten, Jenny und die anderen sich gegenseitig Ideen zuspielen. Am Wochenende treffen sich dann alle beim Lehrgang, um das Gelernte am Tisch praktisch anzuwenden und mit Karins Hilfe zu vertiefen. Hier lernen die zukünftigen Trainer, wie sie ihr Training gestalten können. Dabei dreht Karin Lernvideos für die weitere Ausbildung. Zurück zu Hause treffen sich alle wieder online. Das ist ideal, um sich in der Gruppe anhand der Videos vom Wochenende zu neuen Aufgaben und Ideen auszutauschen. Jenny ist begeistert, wie schnell sie mit Blended Learning alles Notwendige gelernt hat. Und Carsten findet den Online-Austausch mit den anderen genial. Ganz anders als das E-Learning im Beruf. Beide sind sich einig. So macht es Spaß, Trainer zu werden und sich fortzubilden. Lust darauf, andere für Tischtennis zu begeistern? Werde auch du Trainer. Einfach besser mit Blended Learning.